Hey ho, hey ho, hey ho. Wieso rennst du aus dem Bild raus? Kommen Sie wieder her. Wir sind heute hier rausgekommen, um was Leckeres auf dem Grill zu machen. Und zwar Bacon Bombs. Typ war ein Typ Nürnberg. Nürnberger Bacon Bombs. Mini Bacon Bombs. Machen wir das so, oder? Ja. Und bevor ich die aber anfange, werde ich da drin noch die weißen Teile schnell an die Fenster hinschrauben. Es geht ja ganz schnell. Ja, und dann kommen wir schon zu der Zutatenübersicht. Ja. Ja, Leute, jetzt ist die Umrandung dran. Jetzt sollten wir bloß irgendwann einmal noch, ja, Zeit finden, mal die Fenster zu putzen. Ich glaube, das mache ich das nächste Mal, wenn ich hier draußen bin. Hier ist die Umrandung auch dran. Auf der Seite hat sie leider gefehlt. Da muss ich erst noch eine bauen. Ja, deswegen habe ich auch noch die weiße Farbe übrig gelassen ein bisschen. Und ja, ich denke, wir werden hier noch einen Glanzlack holen für die Fenster. Aber ansonsten sieht das schon viel besser aus. Du bist kritisch? Ja, ja. Wegen? Gefällt dir nicht? Erstens, die Umrandung fehlt. Ja, die muss man halt erst bauen. Zweitens, ja, wie du gesagt hast, den Glanzlack auf jeden Fall. Ja, okay. Dann sind wir uns wieder mal einig. Ja. Gut, Leute. Dann schnell noch ein Käffchen trinken. Und dann geht's rein an die Zutatenübersicht. Mhm. Jo, dann wären wir schon bei der Übersicht. Wir haben Mini-Rostbratwürstel, also Nürnberger Rostbratwürstel. Die wird uns Manu jetzt dann gleich vorgrillen. Die wird den Grill anschmeißen erst einmal und nur die Rostbratwürstel grillen. Dann haben wir ein halbes Kilo gemischtes Hackfleisch, ein bisschen an Gouda gerieben, ein bisschen Bacon, ein Sauerkraut, Kartoffeln ein paar, ja, Salz, Pfeffer, Paprika, mehr braucht man nicht. Und während Manu dann die Würstel grillt, werde ich anfangen, hier mal schnell zwei oder drei kleine Baconnetze zu legen. Je nachdem, wie weit der Bacon reicht. So, die zwei Baconnetze sind soweit fertig. Jeweils knapp zwei Packungen vom Bacon. Sehen fast aus wie vom Bacolan. Spatzel hat hier schon angefangen, das Hackfleisch zu würzen. Wie gesagt, Salz, Pfeffer, Paprika, mehr braucht man da eigentlich nicht. Weil ich habe mir schon mal einen Handschuh angezogen zum Kneten. Mehr Handschuhe habe ich leider nicht gefunden. Und das tue ich jetzt hier drin einfach mal schnell durchkneten. Und dann schon auf dem Bacon verteilen. Und dann hole ich euch wieder dazu. Jo, die Bacon-Netze sind mit dem Hack belegt. Und jetzt geht es dann weiter mit dem Sauerkraut. Und danach Würstle, Kartoffeln und Käse. Bevor wir sie dann einrollen. Aber jetzt gucken wir erstmal daraus. Ja, also schlimm ist es schon mal nicht vom Rauch her. Kann man gut aushalten. Warm wird es auch herin ein bisschen, gell? Und ja, unsere Würstchen werden auch soweit. Und wenn die eben ordentlich durchgegrillt sind, richtig schön, farbig, kross, lecker, dann kommen sie runter, lassen wir noch kurz abkühlen und dann geht es erst mit den Bacon Bombs weiter. So, Weinsauerkraut kommt jetzt aufs Hackfleisch. Wir haben noch ein bisschen überlegt, ob wir noch ein bisschen Zucker drauf machen, dass es nicht so arg sauer ist. Aber ich glaube nicht. Doch, ein klein bisschen kann man drauf tun. Besonders, weil ich es ja gerade schon gekostet habe. So, das reicht.
und der zweite genauso. Schön verteilen in der gleichmäßigen Stärke. Und immer ein klein bisschen vom Rand wegbleiben. Weil den brauchen wir ja dann noch zum Einschlagen. Nürnberger Bratwürstchen habe ich jetzt schön angebraten. Auf dem Grill. Schön angegrillt. Ja. Lassen wir ein bisschen abkühlen. Die Kartoffeln haben wir jetzt auch ein bisschen in, was, in Scheiben geschnitten, genau. In Form gebracht. In Form gebracht, ja. Sag mal, was gibt's denn du mir hier für komische Päckchen? Ach, das ist Zuckerpäckchen. Ach, das ist das Zuckerpäckchen. Ja. Ich habe schon sonst was gedacht, um Gottes Willen. Schön, oder? Wunderbar. Ja, ein klein bisschen Zucker drüber. Reicht es oder soll ich noch ein bisschen? Ja, das reicht, oder? Okay. Käse kommt ja auch noch mit drauf. Dann der die Nürnberger und die Kartoffeln, glaube ich, das wird alles. Ja, auf die Kartoffeln tun wir dann noch ein klein bisschen Salz drüber. Ja. Ja. So. Gut. Dann gleich weiterfilmen. Fangen wir mal. Ja gut, können wir schon anfangen. Sind sie kalt genug, glaube ich, schon, gut. Oder? Das geht. Zwei. Drei Stück, ja. Drei Stück pro? Würde ich sagen. Ja, das reicht. Wir machen auch noch den Käse auch noch drauf. Mhm. Ansonsten gibt es bloß Probleme beim, richtig, Einrollen. So. Das sieht aus. Ja, öfters mal was Neues. Tun wir hier die Kartoffeln drüber. Ich habe gesagt, ich brauche nicht so viele. Ja, und da kann man doch zwischendurch mal welche, ja, essen, Mensch. Eigentlich reicht das schon fast. Das reicht auf jeden Fall, ja. Wenn du so große Kartoffeln nimmst, ja, dann reicht das. Ganz schnell. So. Dann bräuchte ich das Salz. Oh, da oben. Na, wie funktioniert das hier? So, die Salzmühle. Salzmühle, genau. Fand ich ganz schön. Und kommt ganz gut was raus, gell? Na komm. Ein Kartoffelchen dürfte hier auch noch mit drauf. So. Gut. Und dann kommt der Kars. Also ich war ja wirklich am überlegen, ob ich einen Käse reintun soll oder nicht, aber nee. Bacon Bomb ohne Käse, da stimmt irgendwas nicht. Genau. Deswegen haben wir gesagt, da kommt Käse jetzt mit drauf. Genau. Weil Bacon Bomb ist ja Käse. Muss ja Käse dran. Deswegen haben wir ganz normalen Gouda jetzt genommen. Ja, sieht schön aus. Drauf. Gut. Und dann und dann und dann und dann. Mit umgeschlagen. Genau. Ja. Die Frau ist nicht so groß, dass sie mitfilmen kann. Es wird um sich geschlagen. Wie war das? Ist die eine für zu Hause und der eine für hier? Oder wie hast du es dir gedacht? Weil du jetzt zwei machst. Ja, eigentlich.
So wie wir es essen, essen wir es. Ich glaube, eine schaffen wir nicht zusammen. Dann nehmen wir die andere mit nach Hause. Und die Kleine ist ja auch noch zu Hause, die hat heute keine Lust gehabt. Kann man auch verstehen, mal den mit Wettischen. Es ist kalt, nass. Ich bin ja gespannt, hey. Ich genauso. Jo, das ist eng. Das, ja. Das wird eng. Wird gestopft und gepresst. Oh je. Yeah. Genau, die andere Seite noch. Die wird mit Sicherheit aufgehen. Ah, wir haben noch ein bisschen Bacon. Ja, zwei Scheiben. Zwei Scheiben, ui. Hätten wir doch noch eine mitnehmen sollen. Aber ich habe erst gedacht, drei Stück reichen. Ne, wie viel hatten wir? Vier. Vier. Richtig. Den legen wir einfach noch hier drüber. Ja. Ob es allerdings irgendwas bringt, ich glaube. Werden wir sehen. So. Aber sieht doch schön aus. Doch. Nächste. Ja, zu mir wurde auch schon gesagt, Meister der Bacon Bombs. Weil ich ja schon so viele gemacht habe. Die waren zwar nicht alle wunderschön, aber alle sehr lecker. Hm. Also geschmeckt haben sie bis jetzt alle. Die bekommen gerade ein bisschen. Schon wieder mal? Eine Wespe. Der hat uns draußen ein bisschen belästigt. Wollte ich schon an die Würstchen dran. Also schön sehen sie ja immer irgendwie aus, bevor sie gegrillt werden. Ja. Ja, legen wir auch noch ein Verschlussbecken drauf. Ja. Die sieht viel schöner aus. So. Und jetzt heizen wir den Grill nochmal ordentlich hoch. Dann kommt so eine Grillmatte, Backmatte mit drauf. Ja, und dann hauen wir die Bacon Bombs drauf. Richtig. So. Dieser Sack, mein Spatz, den habe ich mal von jemandem bekommen. Ah, ja. War das jetzt der... Oh Gott. Puh. Ja, wo habe ich die her? Von wem habe ich damals das Holz gekriegt? Die Kohlen. Es war irgendwas Spezielles. Aber hey, das ist schon so viele Jahre her. Sollte reichen? Sollte reichen, oder nicht? Ja, doch. Thomas, waren die Kohlen von dir damals? Ich weiß es echt nicht mehr. Es ist schon so ewig lang her. Also da eine kleine Gedankenauffrischung wäre nicht schlecht. Naja. Aber sie werden weiter verwendet. Hier wird nichts weggeschmissen.
Das reicht von der Temperatur erst einmal. Dann werden wir die Bacon Bombs einfach drauf platzieren. Ja, und dann so lange grillen, bis sie fertig sind. Ganz einfach. Tja. Und was glaubt ihr, wie lange die brauchen jetzt? Oh, ich kann eine Stunde, eineinhalb oder auch zwei Stunden dauern. Was machen wir in dieser Zeit? Soll ich die Farbe rausholen, die rote? Soll ich noch meine restlichen Bretter anstreichen? Der ist langweilig. Ja. Soll ich meine Arbeit einfallen lassen? Nee, brauchst du nicht. Okay, aber ich tue irgendwas nebenbei. Gut. Ja, einfach nochmal drüber. Aber jetzt bloß die Stellen, wo ich es wirklich nötig haben, wo ich noch nicht wirklich gemacht habe. Und dann lasse ich es für heute auch gut sein mit der Malerei. So kann man es auch machen. Was denn? Was lachst du schon wieder? Lachst du mich aus oder lachst du mich an? Ach, wie du sehen möchtest. Ach so, okay. Ja. Aber die letzte Lackschicht braucht man dann wirklich nicht mehr so viel. So, einmal kurz gucken. Ja, es wird länger was. So, machen wir jetzt aus. Ja, ich bin selber, das sind andere. Ja, Leute, wenn es der Nachbar nicht erwarten kann, bis wir die Mauer abgebaut haben, da fängt er mit der Säge an. Weil wir haben beschlossen, den oberen Schmarren wegzumachen. Ja, richtig. Ach, so gefällt mir das schon viel besser. Da wird jetzt dann irgendwann dann wahrscheinlich auch nächstes Jahr oder wenn, dann erst nächstes Jahr auch in normaler Höhe, wahrscheinlich so wie der Zaun ist, schön ein Zaun rübergeführt, schön gerade in einer Höhe. Ja. Aber so gefällt mir das wesentlich besser. Schauen wir mal nach unseren Bacon Bombs. Ja, die sehen doch schon mal sehr schön richtig aus. Gut aus. Könnte ja echt sein, dass sie zubleiben. Ja. Na gut. Boah, bisschen Käse könnte vielleicht mit rausgelaufen sein, aber ist halt so. Das ist nicht weiter tragisch. Nein. Einfach weiter grillen. Oh, geil. Siehst du, Spatzel? Und nebenbei ein bisschen was machen. Ja. Ich mache Essen warten. Ja, ich mache jetzt drin weiter. Ja, auch da drin ein bisschen mehr Platz machen. Ja, das Schuhregal fliegt raus, da stellen wir dabei die Stühle hin und so weiter und so fort. So, meine Lieben, wir haben hinten noch ein paar Kohlen noch mit dazu und wir sind jetzt eindeutig auf der Zielgeraden. Richtig. Oh, das sieht schon mal richtig herrlich aus. Ein klein bisschen farbiger, krustiger darf es noch werden und dann wird angeschnitten. Also ich würde schlichtweg behaupten, die sind fertig. Ja, glaube ich auch. Die sehen mega aus. So, das leicht angekuppelte braucht man natürlich nicht. Was da so rausgelaufen ist. Boah. Käse nehmen wir mit. Tja. So sehen sie aus.
Ja, habt ihr eure Sicht. Besser. Mega. So, Leute. Dann machen wir jetzt mal einen gekonnten Mittelschnitt. Wenn das Messer was schneidet, naja, halbwegs. Ja, so gut. Halbwegs. Sieht das nicht gut aus? Also ich würde sagen, das sieht gut aus, ja. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Eine komplette Mahlzeit in einem Stück. Sauerkraut, Kartoffeln, Würstchen, Bacon. Richtig. Und Käse. Genau. Und guten. Und einen guten. Ei, Probiererle. Das Probiererle erstmal, das Fetzerle. Mhm. Schneiden wir jetzt einfach ein komplettes Stück weg hier. Pusten nicht vergessen. Pusten nicht vergessen. Was nicht vergessen? Ach so. Pusten. Die Bratwürstel, die Nürnberger, herrliche Farbe. Einfach nur geil. Aber mehr nachher im Fazit. Naja, zieht schon wieder die Farbe weg, würde ich mal behaupten. Ha, Gott Sakrament. Hier habe ich jetzt noch angefangen, noch zusätzlich Spacksei zu jagen, dass die Bretter wieder mal sauber anliegen. Hier seitlich machen wir noch doch noch Holzleisten hin, links, rechts. Haben wir jetzt alles so beschlossen. Naja, gut. Also ein bisschen gespackst. Bisschen gestrichen. Hier habe ich gleich nochmal einen Probeanstrich gemacht. Oh, aber langsam wird's. Dann streiche ich halt nochmal zweimal oder dreimal. Ist mir auch wurscht. Also mindestens so aussehen wie unten rum muss es. Dann ist gut. Da diese komische, widerliche Zaunerhöhung weggemacht. Eigentlich perfekt heute. Drinnen habe ich noch ein bisschen Platz gemacht. Gegrillt haben wir. Und jetzt müssen wir bloß noch das Fazit sprechen. Zusammenpacken und dann können wir heimfahren. So, dann sprechen wir noch das Fazit zum Essen. Hat alles sehr gut meines Erachtens nach zusammengepasst. Ja, war auf jeden Fall. Ja. Wirklich lecker. Aber ein Sößchen oder so wäre nicht schlecht gewesen. Also zum Ende hin war es dann doch ein klein wenig trocken. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ein Sößchen oder Ketchup oder irgendwas dazu noch wäre nicht verkehrt gewesen. Aber ansonsten war das wirklich eine komplette geile Mahlzeit. Ja. Du hast noch was gesagt mit Ananas. Tja, ich mag es sowas gerne. Also Manu hat gemeint, in das Sauerkraut hätte noch Ananas reingepasst. Ja, und Bacon, Würfelchen. Ja, also es war kein Manu-Sauerkraut. Nee. So wie sie es sonst immer ganz lecker macht, das hat man natürlich gemerkt. Aber lecker war es trotzdem in jedem Fall. Und das mit den Ananas-Sauerkraut können wir gerne mal ausprobieren. Ja. Na, da bin ich ja gespannt. Leute, in diesem Sinne ist dieses Video zu Ende. Ein bisschen was geschafft, lecker gegrillt, lecker gegessen und jetzt geht's nach Hause. Ciao, Ikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.